Liebe Genossinnen und Genossen, werte Gäste, gut zwei Jahre der fünften Wahlperiode des Sächsischen Landtags sind inzwischen verstrichen. Wir gehen auf die Halbzeit der Wahlperiode zu und da bietet dieser Parteitag eine gute Gelegenheit, Bilanz zu ziehen. Ich denke, es erwartet niemand von mir, dass ich hier unsere mehr als 150 Anträge, die 12 Gesetzentwürfe, 13 großen Anfragen und mehr als 1.100 kleine Anfragen, die wir allein im zurückliegenden Jahr eingereicht haben, hier im Einzelnen erläutere. Ihr habt ein kleines Faltblatt vorliegen, es gibt einen Fraktionstisch mit diversen Materialien und es gibt nach wie vor ein verbessertes Internetangebot der Fraktion, in dem man sich über unsere Arbeit im Landesparlament informieren kann. Alles in allem glaube ich sagen zu können, dass die Landtagsfraktion in den zurückliegenden 12 Monaten seit dem letzten Landesparteitag ihrer Verantwortung in der Opposition weitgehend gerecht geworden ist. Wir haben die im Wahlprogramm der Partei beschlossenen Forderungen nach und nach parlamentarisch thematisiert, uns zu allen zentralen politischen Fragen öffentlich geäußert und natürlich, wie es unsere Aufgabe ist, das Regierungshandeln kritisch begleitet. Dazu gab und dazu gibt es auch allen Grund. Ich komme gleich noch darauf zurück. Hinsichtlich der Themen, die uns im letzten Jahr bewegt haben, kann ich logischerweise nur einige wenige Stichworte nennen und ich tue dies ohne Rang und Reihenfolge. Kampf gegen die Haushaltskürzung im Sozialbereich, bei Jugend und Kultur, Gleichstellung sowie im Nahverkehr und auch bei der Polizei. Einsatz für den Abbau der Ungleichbehandlung bei Löhnen und Renten zwischen Ost und West, Energiepreise, Abfallwirtschaft, Datenschutz, Ärztemangel, gentechnikfreie Landwirtschaft, Kinder- und Altersarmut sowie die Finanznot der Kommunen. Erhalt von Schulstandorten und Umsetzung der Lernmittelfreiheit, Sicherung der verfassungsmäßigen Rechte des sorbischen Volkes, Arbeits- und Wirtschaftsförderung, Rundfunkgebühren, Vereinfachung der Volksgesetzgebung und so weiter. Und wir bereiten uns schließlich, Enrico hat darauf hingewiesen, auf die Fortschreibung des Landesentwicklungsplans vor, formulieren eigene Positionen und werden auch ein alternatives Leitbild vorlegen. Hinzu kommen die Untersuchungsausschüsse zum Sachsensumpf, zur Müllmafia sowie die Enquetekommission, die nach wie vor aktiv arbeiten. Als einzige Landtagsfraktion der Linken haben wir zum 20. Jahrestag des Einigungsvertrages eine große Anfrage zum Stand der Umsetzung dieses Einigungsvertrages eingereicht, deren Beantwortung viele interessante Anregungen auch für unsere Weiterarbeit gegeben hat. Und während anderswo unnötige Antisemitismusdebatten geführt wurden, haben wir als Fraktion die Kontakte zu den jüdischen Gemeinden in Sachsen intensiviert. Und ich bin auch durchaus stolz darauf, dass wir die einzige politische Kraft in Sachsen waren, die im Juni in Leipzig eine offizielle Gedenkveranstaltung zum 70. Jahrestag des Überfalls von Nazi-Deutschland auf die Sowjetunion durchgeführt hat. Und ich finde, es reicht auch nicht, immer wieder über die nötige Öffnung der Linken in die Gesellschaft zu reden. Man muss es einfach tun, wie wir beispielsweise bei dem Kirchentag dieses Jahr in Dresden es getan haben, mit unserem Stand auf dem Markt der Möglichkeiten, mit dem gemeinsamen Empfang von Bundestags- und Landtagsfraktionen. Und ich finde, es war ein überaus wichtiges Zeichen. Nach jahrzehntelanger Ausgrenzung, muss man ja nun schon sagen, dass Nikolaus Schneider, der Präsident, der Ratspräsident der evangelischen Kirchen in Deutschland, das erste Mal bei einer offiziellen Veranstaltung der Linken zu Gast war. Wir müssen auch mit Kirchenkreisen reden. Wir haben viele Anknüpfungspunkte in der Friedensarbeit, in der Umweltarbeit, in sozialen Fragen. Ich halte das für ganz wichtig, wenn wir gesellschaftliche Mehrheiten auch erzielen wollen. Denn eins ist doch klar, wenn wir dieses Land wirklich verändern wollen, dann müssen wir raus aus der Schmuddelecke, dann müssen wir hinein in die Gesellschaft und auch jene Menschen ansprechen, die bislang Probleme mit Positionen der Linken haben oder sie auch gar nicht kennen. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat viele zum Nach- und nicht weniger auch zum Umdenken gebracht. Diese Chance sollten wir nutzen und wir sollten auch alles dafür tun, bisherige Nichtwähler zu mobilisieren. Hier gibt es ein großes Potenzial und das dürfen wir nicht den Piraten überlassen. Applaus
Ich möchte die Gelegenheit meines Redebeitrags auch gern dazu nutzen, allen Abgeordneten, allen Mitarbeitern der Landtagsfraktion für ihre Arbeit in den zurückliegenden Jahren einfach ganz herzlich Dank zu sagen. Und ich danke auch allen Gliederungen der Partei, den Kreisverbänden, den Kreistagsfraktionen, den Arbeitsgemeinschaften, Interessengruppen, die uns in unserer Arbeit, in der parlamentarischen Arbeit aktiv unterstützt haben. Rico hat darauf hingewiesen, wer nur im Elfenbeinturm sitzt, verliert leicht die Bodenhaftung. Wir wollen und wir brauchen als Fraktion den engen Kontakt zur Parteibasis, wenn wir gemeinsam Erfolg haben wollen. Liebe Genossinnen und Genossen, Wolfgang Schäuble hat in dieser Woche bei der vom Staat übernommenen Hypo Real Estate plötzlich mehr als 55 Milliarden Euro gefunden. Das ist das Vierfache, fast das Vierfache des sächsischen Landeshaushalts, was wir zur Verfügung haben. Doch der Finanzminister sieht keinen Grund für irgendwelche personellen Konsequenzen. Ich frage, von was für Dilettanten werden wir in diesem Land überhaupt regiert? Und das gilt für die Bundesebene genauso wie für das Land Sachsen. Wir haben mit Stanislaw Tillich einen überforderten Ministerpräsidenten, der immer abtaucht, wenn es ernst wird. Und wenn er doch mal etwas sagt, dann wird deutlich, dass er die Zeichen der Zeit nicht erkennt. Etwa, wenn er nach dem Atomausstieg allen Ernstes dafür plädiert, noch stärker auf die Braunkohleverstromung zu setzen. Oder wenn er sich wie zuletzt vehement gegen einen Mindestlohn zur Wehr setzt, den die Linke seit Jahren fordert und inzwischen auch in der CDU und der FDP darüber diskutiert wird. Der stellvertretende Ministerpräsident Sven Morlock von der FDP ist ohne Zweifel der Totalausfall in der Regierung. Außer dass er wirklich alle halbwegs positiven Ansätze seines Amtsvorgängers zunichte gemacht hat, ist er nur noch durch seine indiskutablen Kürzungen beim öffentlichen Personennahverkehr und seine ebenso verzweifelten wie erfolglosen Versuche aufgefallen, an Autobahnen, Raststätten, Pendlern aus Sachsen wieder Arbeitsplätze in ihrer Heimat schmackhaft zu machen. Das ist schon mehrfach angesprochen worden. Beim ersten Mal versuchte es der Wirtschaftsminister mit gesponserten Eierschecken. Beim zweiten Mal spendierte er einen kostenlosen Toilettenbesuch. Wie lange, frage ich, will man uns diesen Mann eigentlich noch zumuten? Lieber Herr Tillich, in Ihrem Kabinett gibt es bekanntlich mehrere akute Notfälle und Sie können vermutlich nicht alle sofort lösen. Aber dennoch fordere ich Sie auf, befreien Sie die Beschäftigten, befreien Sie die Wirtschaft in Sachsen endlich von diesem unfähigen Minister. Applaus